Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück nach der Urlaubspause zu Factorio. Herzlich willkommen, Benny und Wesley. Yeah. Wir hatten voll den heftigen Urlaub. Wir haben jetzt 2 Wochen nicht aufgenommen. Wir wissen schon gar nicht mehr, wie es geht. Und Teile von Wesley, uns haben auch verstanden, dass sie krank sein müssen. Ja, genau. Also, ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und war 2 Wochen krank. Das ist sehr arbeitgeberfreundlich, wie mein Chef das gesagt hat. Genau, wie sich das gehört für einen guten Deutschen. Ja, genau. Ja, wir hätten jetzt hier wirklich effektive, super Verstärkung fast dabei gehabt. Fast. Nur leider hat ein Zocker seine Internetverbindung nicht ganz so gewollt, wie wir gewollt haben hätten. Und ja, deswegen leider, ich hätte mich echt gefreut, wenn der Zocker mal wieder dabei gewesen wäre. Ja. Ja. Und bitte nicht wundern, wenn ich immer wieder mal kurz stumm bin. Ich bin noch nicht ganz so gesund und huste euch ungern ins Ohr. Genau, der mutet sich dann ab und zu freundlicherweise und falls das vergessen sollte, wieder zurückzumachen, habe ich mir das jetzt extra da unten hingezogen, dass ich das sehe. Heißt, wenn Benny allzu lange ruhig ist und ich gucke, dass er immer noch gemutet ist, werde ich ihn mal darauf hinweisen. Ich habe vorhin schon gelabert und denkst, ey, wieso ignorieren die mich alle wieder? Und keinem ist es aufgefallen. So, ja, wir wollen was jetzt... Was wollten wir machen? Genau, ich bin hochgerannt. Ich bin schon mal vorgefahren. Hier oben haben wir Eisenaußenposten angefangen zu basteln. Die wollen wir jetzt mal anschließen. Währenddessen wird sich Wesley darum kümmern, das Steinding da unten. Immer weiter hoch, immer weiter. Noch viel weiter. Öl ab, nicht nett. Da oben ist nicht nett, genau. Da, bei wo Mo. Wir letztes Mal versehentlich leider Ruckelparty hatten. Ja, genau, also deswegen gehen wir da jetzt gleich wieder hin. Achtung, Zug. Ich habe jetzt auch ein paar Exoskelette wieder rausgeholt, weil das war mir dann noch ein bisschen zu schnell. Ja, soweit die Planung. Bin da, wer noch? Ich. Hi. Yay. Na? Oh, cool. Das hier? Aber da fehlt ja hier noch was, oder? Was denn? Was? Schreib mich nicht an. Hier muss man ja, da muss ja noch runter, oder? Nicht so. Und hier müssen wir hin. Was machen meine Robi schon wieder? Kommt zu mich. Kommt zu mich gefliegt. Da brauchen wir jetzt aber wirklich Warenhäuser, ne? Alter Schwede. Kannst du welche bauen? Was? 2? Warenhäuser? Lagerhäuser? Waren. Lagerhaus? Waren, die großen. XXXL. Das sind die. Ich hab doch welche. Warum bauen die nicht auf? Die Schweine. Hast du einen Anbieter oder ein Dingswarenhaus oder? Einfach nur ein Warenhaus. Ganz steht. Ich bin gerade zu blöd, die normalen zu finden. Was? Ganz oben rechts. Erster Reiter, ganz oben rechts. Ah ja, genau. 2 Warenhäuser. 1 reicht. Danke. So, wir haben hier 9 Eingänge. Wir haben hier 8 von denen. Das ist ja äußerst praktisch. Wesley arbeitet schon wieder so schnell und effektiv, dass er schon fast wieder vom Server runtergeworfen wurde. Zumindest stand es bei mir gerade links oben drin. Spontan. Kann ja gesehen. Oder oben. Und für den aufmerksamen Zuschauer, Wesley hat ein neues Mikrofon. Ja. Oh, toll, Benny. Wir dürfen hier nochmal... Wir haben ja schon ein Raketensilo. Dürfen wir nochmal uprisen. Ich glaube, darauf wollten wir mal so langsam hinarbeiten. Schaffen wir das in den nächsten 3 Folgen? Was? Raketensilo haben wir doch schon. Raketensilo steht doch schon. Ja, haben wir. Ja. Sag mal, Steiner-P soll ich bauen, ne? Ja, bau mal. Sei mal produktiv und... Alter. Steiger nicht die Gerüsteküche. Da so und dann würde ich gerne von da bei nach mir ruckelt schon wieder. Warum ruckelt bei mir das schon? Das kann wieder gar nicht sein. Das bildest du dir alles ruckel, ein. Ruckel. Da so. Jetzt müssen wir die Verteidigung ein bisschen aufziehen. So. Das hier zum Beispiel. Anschließen.
Zum Glück ist das Gott sei Dank kann man hier in diese Omega-Drills nicht reinlaufen und sterben, weißt du? Das wäre mir instant passiert, glaube ich. Benny was shredded by Omega-Drill. Das wäre doch mal eine coole Todesanzeige. Sag mal, ich bin echt zu doof heute zum Bauen, ne? Alter heute? Schwede. Oh, zum Glück muss ich mir das nicht angucken. Passt das? Ja, es passt. Sag mal. Junge, 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 Junge. Was ist denn da los? Echt? Immer wenn hier oben irgendwas ist, ja. Also extra CPU schon übertaktet. Ärgert dich das Spiel. Die CPU übertaktet. Lieber Herr Factorio. Ja. Make it mal a little bit rounder. Nicht? Doch. A little bit rauner. Oh je, Mini. Das passt so nicht. Ja? Willst du jetzt nochmal einen Bahnhof setzen oder eher nicht? Oder? Erstmal baue ich Zug. Und ja. Ich sehe nichts mehr. Es ist alles verkehrt hier. Wieso hast du hier den Wald nicht weggemacht bevor? Weil ich denn so viel Holz in der Taschen habe. Ich habe schon so viel Holz in der Taschen. Autoabfall. Geh doch mal kurz darüber. Autoabfall. Autoabfall. Ja, dann haben wir unsere Lager voll mit dem schönen Sachen. Ja, dann müssen wir ja nur noch einstellen, dass das Holz automatisch zur Kohle. Wo kommen die zwei Robis her? Ich bin schon Modpack geschädigt, ey. Echt? Echt, wir spielen ja auch Modpack. Gut, dass dir das jetzt schon auffällt. Welchen Modpack vermisst du denn jetzt schon wieder? Noch heftiger. Long Reach. Ja, den vermisse ich auch so ein bisschen. Muss aber ich ja. Heftiges Long Reach. Bahnhof? Also Long Reach, das über die ganze Karte geht. Da? Da? So, jetzt wurden natürlich hauptsächlich deine Materialien genommen. Hauptsächlich? Meine wertvollen, teuren. Ja, natürlich. Prinzip. So, wir haben jetzt hier 8 Leitungen und 9 Eingänge. Was machst du jetzt? Ja, mich in der Ecke legen und weinen. Ich bin gleich wieder da. Hast du nicht... Tschüss. Bin wieder da. Ah. Warte mal, soll ich dir hier... Bitte, mach doch mal. Ich bin schon am überlegen, ob wir hier oben drüber nochmal einsetzen. Hast du noch so ein Warenhaus, Zauberling? Ich habe ein Lagerhaus und ich habe auch noch ein Fabrikgebäude großes... MK1. Ein Warenhaus, so ein großer hier unten. So eins nochmal, dann können wir hier oben eins so hinstellen. Eins, ja. Renn doch nicht genau da rein, wo ich hinbauen will, weißt du? So, willst du das wieder haben oder soll ich dir das klauen? Klau mal. Bin ich ja von dir gewohnt. Absolut. Dann machen wir das nämlich so. Und wir haben 8 Eingänge, richtig? Ja. Was sind das schnelle? Ne, Express, gell? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, ich mach hier mal. Da 3. Da 3. Achso, dann muss ich da hier drei. Vorher schon. Epileptiker! Bitte wegschauen. Alter, da werd ich ja schon vogelig. Ich grad echt. Alter, kann das mal bitte einer... Junge, Junge. Was macht ihr denn da? Gar nix. Nix, guck weg. Ach so. Junge, Junge, Junge. Hippie, leppie, aber happy. So, jetzt haben wir das wieder mit dieser gleichen Entladung, aber egal. So, wo ist jetzt das ganze Holz hier?
Ups. Ich hätte jetzt nicht so viel reingemacht, weil wir wollen ja eigentlich, dass sie mit dem Raketentreibstoff fahren. Das ist denn doch schon clever, ja? Tun sie doch schon, oder nicht? Ja, wenn ich die hier oben aber vollklopfe mit Holz, dann nicht. Oder? Ja, genau, dann nicht. Dann klopfst du nicht voller Holz. Das ist ein Trick. Erst dann Hexer verbrennt ihn. So, was bringen wir jetzt hier? Eisen, Erz, ne? Ja. Ist ja genau. Krass. Dann wird das hast hier du, nämlich... Hast du Eisen richtig erkannt? Nicht Gold richtig, sondern Eisen richtig. Warum ist denn der Eisenbahnhof rot? Das ist doch falsch hier. Das ist kaputt. Dann müssen wir hier vielleicht noch irgendwie mit Signalen. Hast du mein Signal? Was möchtest du denn signalisieren? Keine Ahnung, das Zug hier, Rechts- und Linksverkehr und so. Achso, ja, muss ich gleich mal gucken. Und nicht hier hinten reindonnern, sondern... Immer habe ich noch? 80, ja, 20, doch bestimmt 20. Irgendwo noch ein Signal. Wie gut das ist, Signal... 0. Anforderung gibt. 80, 255. Echt, ich habe kein einziges Signal. Müsste ein paar von... Kann nur 300 bauen. Da. Und vielleicht davon noch was. Was? Also ich hätte jetzt da noch eins hingesetzt. Das 0, 80 und 255. Das ist jetzt Erz ab 3. Eisenerz ab 3. Oh, da hast du schon. Okay. Warte mal, ich steig mal ein. Abholung bis Inventar voll. Nach Eisenerz Anlieferung Inventar leer. Hast du noch einen Zug? Zufällig? Was, noch einen Zug? Dass wir hier gleich zwei schicken können? Wieso fährt der jetzt rückwärts? Ich war gerade noch auf manuell. Haben wir jetzt hier genug, dass du hier auch, dass die hier auch parken können vorher? Ja, ich habe viele Parkplätze 1, gemacht. 2, 3, 4, 5. Aber passt da auch immer ein Zug jeweils zwischen? Hast du darauf geachtet? Ja. Sehr gut. Oha. Fleißiger Junge. Dann schick mal los, ich krieg ja dann wieder zwei Expresszüge, wenn. Automata. Dass der so komische Farben für Eisenerz hat, das ist. Erschließt sich mir nicht. Drücke T. Oh. Oh. Ein Zug hat schon wieder keinen Sprit, gell? Was? Wo? Wer? Der hintere hat keinen Sprit. Oh, der vordere auch nicht. Von unseren jetzt? Ja. Ja, dann schmeiß ich vorne nochmal ein bisschen was nach. Ja, schmeiß mal was nach, dass wir auch ankommen. Na toll, jetzt müssen wir hier auch noch stehen. Was ist denn hier passiert? Oh, hier ist irgendwas kaputt. Was ist denn hier kaputt gegangen? Wesley, du warst das. Was? Wenn das kaputt geht, bist du immer du das. Gericht. Wenn hier was kaputt geht, bist immer du das. Ey. Wir hatten doch hier mit den Kettensignalen, hatten wir da nicht irgendwie so ein Durcheinander falsch kaputt hier? So, der ist rot, der darf auch rot sein. Der ist überfahren worden. Warum ist hier rot? Ich dachte, ich hätte mir mal einen Helikopter eingepackt. Wir hatten doch mal irgendwie rausgefunden, wo, wie im Kreisel welche Kettensignale weg müssen und welche hin dürfen. Ja. Jetzt rechts. Und dann loslassen, aussteigen und fahren lassen und dann müsste eigentlich wieder lüppen, oder? Ach du Kacke. Ach, ich dachte gerade. So. Bin natürlich, dass du beim Zug auch links aussteigst, ne? Gehst kaputt bei. Im Rechtsverkehr. So, und den lassen wir jetzt erstmal fahren. Ja, ich habe auch einen berichtigten Kreisel hier. Wo hatte ich den denn gespeichert? Habe ich den jetzt gelöscht? Bestimmt nicht. Ja gut, aber du kannst ja jetzt nicht die... Ja, ich kann den abreißen und einen neuen hinsetzen. Ach, die Kreuzung war halt das Problem. Wir müssen halt die hier rausreißen.
Die an den... Jetzt okay. Wird's natürlich so lange kritisch. Okay. Die dürfen hier erst recht nicht drin sein. Alter! Achtung. So. Ja, also wir dürfen Benni heute nicht zum Lachen bringen. Ja, bitte nicht zum Lachen bringen, ja. Stets das ist bemüht. Immer geil. Jetzt müsste der Kreisel wieder funktionieren. Hat halt diesen aktuellen Nachteil, dass halt nur ein Zug durch den Kreisel fährt. Aber gut, dann ist das halt so. Komme ich jetzt erstmal mit klar. Hauptsache, hier staut nichts mehr. Ja. Hier kommen sie mit der einen Plattenausladung schon nicht mehr hinterher. Das finde ich jetzt gut. Ja gut, wie lange hat sie es jetzt... Oh, guck mal, so hätten wir es auch machen können, ne? Was? 2, 4, 6, nee, passt nicht. Ich dachte gerade, wir hätten jetzt hier 8 Eingänge, aber das sind ja nur 6. Ja. War ich da wieder ein bisschen doof. 6. Wesley, was macht der Stein? Jo, ich brauche nur noch... Soll ich mal das Stahl? Omega-Drills. Soll ich mal das Stahl hier hochbringen? Wohin hoch? Oh, was? Was im Stahl hochbringen? Ja, dies, was hier per Bahnhof ankommt. Ach, das stimmt. Sollen wir das mal hoch? Angeschlossen. Hoch begleiten? Ja. Kannst du mal machen. Hauptbahnhof. Einmal bitte zum Hauptbahnhof. Warte mal, dann machen wir hier. Das heißt, wir können das hier auch abreißen, oder? Das müssen wir ja jetzt denn umnutzen, glaube ich. Was die Stahlplatten hier? Das wollten wir dann, glaube ich, zu Dings machen. Wie heißt denn das Scheißzeug? Ziegelstein. Nee, wir haben doch hier links für Ziegelstein, oder? Ja, das sollte dann, glaube ich, zusätzlich. Ich weiß es nicht mehr. Sollte. Oder andersrum. Das hier wegreißen und die Stahlproduktion zu Ziegeln machen. Wäre, glaube ich, noch sinnvoller. Boah, Benni, hast du das gesehen? Was? Ganze Base ist gerade auf mich. So. 1000 ich wollte das leer laufen lassen. Da kommen ja noch mehr. Wie viel Holz hatte ich denn? Das ist ja der Wahnsinn. Weil ich habe ja hier schon Eisenplatten abgeklemmt. Wir brauchen mehr Logistik. Du kannst ja mal hier oben den das Warenhaus nach hier unten verfrachten. Den Puffer. Hä? Ja, dann wird das schneller leer gesaugt, dann ist wieder Platz drin. So, jetzt ist es. Du hast eins zu weit nach links gesetzt. Jetzt nach rechts meine ich. Dann lassen wir das auch mal leer laufen. Oder wir machen halt einen Knick rein. Oder nicht. Oder auch nicht. Ja, kurbel mal Stahlverbrauch an hier. Ja, wir brauchen Stein. Ja, dann würde zieh auch zu. Stahl. Sieh oh, zu ja, da! Ich hol mir doch schon Omega-Drills, Mann. Sieh zu da! Drei Omega-Drills. Ganz YouTube wartet nur auf dich. Kommt gleich. Wo ist denn der Gnichnet schon wieder? Ja. Ich bin nicht da. Ich bin abgefahren. Du wolltest doch noch einen Zug haben, oder? Ja, für den Eisen da oben. Einmal copy-paste. Ja, hast du ja jetzt. Hat gerade zwei Express-Dings gegeben. Ja, und Waggons? Hallo? Ja, die suche ich gerade in meinem Inventar. Die müsste ich eigentlich auch. Ah, da, hier. Ich wollte gerade sagen, gleich baue ich selber. Dankeschön. Dankeschön. Ja, gerne. Just for you. Nur für mich. At the end of the Folge. At the end of the Folge mache ich noch einen Zug. Ja. Jetzt schon vorbei? Benni hat gesagt, Geist geschafft hier. Ich wollte ja noch Stunden weitermachen. Benni möchte ja unbedingt Feierabend machen.
Oh, guck mal, ich habe zwei Raketentreibstoff. Ein dahin, ein dahin. Hihi. Wo ist denn der Güterzug? Der gute Zug? Der Güterzug. Bist du das? Nein, du bist Öl. Bist du das? Nein, du bist Stahl. Stehst du hier unten im Stau? Eisenerz ab 2. Ach, dann machen wir es halt per Hand. Meine Güte. Du sollst bitte dahin fahren, warten, bis dein Inventar voll ist und dann fährst du dahin und wartest, bis es leer ist. Dankeschön, tschüss. Oh, grüne Schaltkreise sind langsam mal. Oh! Deine Produktion kommt endlich hinterher, Wesley. Der Puffer ist voll. Meine Produktion kommt zum Erliegen. Habe ich neulich 1000 Mal gehört, weil meine Freundin wieder an umgespielt hat. Ich habe auch wieder total Bock. Ganz furchtbar. Ich habe jetzt auch wieder richtig Bock durch das, durch die Werbemails jetzt für 1800 habe ich richtig Bock. Ich habe schon mich auch auf 1404 angefangen. Ja, ich werde demnächst, glaube ich, auch nochmal. Mal gucken. Multiplayer, ey, das kann man doch Multiplayer aufnehmen. Spielen. Da. Multiplayer aufnehmen. Multiplayer Livestream. Multiplayer. Multiplayer Livestream, genau. Multiplayer Livestream Aufnahme. Mit Multicam. Mit Multicam. In 3D. VR. Ja, genau. VR, genau. Nee, aber echt, also dieses in Farbe. Dieses 1800, das hat mich richtig gehypt. Da habe ich wieder richtig Lust drauf gekriegt. Ich habe mich da dann direkt erstmal bei der Community eingeloggt und hoffe auch, dass ich direkt irgendwie dann in der Testbeta nochmal mit reinrutsche. So. Ja, Fortnite ist ja jetzt auch richtig geil. Fortnite auch? Player Unknowns Battle Nein. Fortnite. Warum fahren da beim Öl AP 2 Ölzüge? Bei welchem? Reicht da einer nicht, oder was? Bei welchem? Auch haben und brauchen, weißt du doch. Nee, jetzt staut da alles wieder. Naja, denn sind die Signale halt wieder nicht vernünftig gesetzt worden. Das sind zu wenig. Kohle steht auch. Was fehlt hier? Irgendwas. Warum sind denn überhaupt hier zwei Züge? Echt locker, einer. Achso, Stein kommt immer noch nicht an. Wo ist Stein? Echt, hä? Eine Folge lang und wir haben immer noch keinen Stein. Echt? Stein kommt jetzt. Und jetzt machen wir ein Folgenende. Stein kommt jetzt. Jetzt machen wir ein Folgenende. Okay. Freunde, okay. Es hat mir Spaß gemacht, die erste Folge nach dem Urlaub. Wir sind alle erholt und genesen genau, uns langsam erholt wieder. Und ja. Wir würden uns allesamt freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Vergesst nicht, Benny nimmt auch mit auf und Wesley streamt live auf twitch.tv. Die Angel und Bob Mod. Halt, wir wollten doch keine Werbung mehr für ihn machen, weil er. Wir machen aber keine Werbung mehr, weil Wesley, der ist ja jetzt schon der Überflieger. Ja, das ist ja schon der Lumatan unter uns. Ja, sicher. Und. vergesst nicht auch beim Benny reinzugucken und Kommentare guck hinterlassen. Nicht, nicht. Und ja, auf jeden Fall guckt beim nächsten Mal zu. Ey, bis dahin. Jetzt kommt ja gerade Stein. Ja. Was da kommt, Stein kommt, das zeigt man den Leuten noch, oder? Nächste Folge. Das zeigen wir den Leuten. Cliffhanger. Cliffhanger, nee, ich hab's hier schon. Aber es hängt hier gerade irgendwie so. Hängt fest. Haltet wieder ein. Wenn es wieder heißt. Nur heute bei Knichtnet. Nee, in der nächsten Folge. Denkt dran, ihr habt zuerst gesehen, bye. Jetzt ich hab Exklusivrechte hier, ja. Ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Haut rein. Benny wird weiterleben.